Ja, und falls ihr auch gerade so drauf seid und einfach diese Unentspanntheit in euch tragt, keine Sorge, ich bin für euch da und wir ziehen uns jetzt gemeinsam ein paar Videos, TikToks, Reels und Memes rein, damit wir alle erstmal wieder klarkommen auf unser Leben. Genau das brauche ich jetzt auch. Never let them know your next move. Wichtig, wirklich sehr wichtige Regel im Leben. Lil Bro ist einfach die Bowlingkugel selber geworden. Der Arme, wie er einfach mitgerissen wurde wie im Cartoon. Jetzt fehlt nur noch diese Bowling-Animation danach. Genau so. Und das gleiche gibt es hier auch. Wer kann erraten, was der nächste Move hier sein wird? Wer kann erraten, was in den nächsten 5 Sekunden passieren wird? Ich habe keine Ahnung. Zeig das Video jetzt. Yo, der hat einfach einen bösen Fluch ausgesprochen mit der Power des Niesens. Der heilige Nieser hat dafür gesorgt, dass ich die Platte kurz dachte, yep, den vor mir nehme ich jetzt auseinander. Das Ding hatte persönliches Problem. Sowas passiert auch nur bei Typen, habe ich das Gefühl. Es gibt halt 1000 Gründe, warum Männer kürzer leben als Frauen. Das hier ist einer davon. Und das hier ist auch noch einer davon. Yo, what the f***? Chillen die Jungs da wirklich mit einem Bär? Normalster Abend mit den Brays. Der bekommt hier auch gleich noch was zu trinken, ein Steak und ein Bubatz angeboten. Guck mal, die machen sogar ein paar Selfies mit dem. Ja, okay, die streicheln ihn sogar. Die tippen ihn so an, die f***en ihn so ab. Und wie sie danach alle weggerannt sind, war zu gut. Real Talk, das ist einfach Classic America Canada Type. Ich glaube, mit dem wurde danach auch noch Party gefeiert. Und der hat doch in einem Bett von den Jungs gepennt. Das war Grund 1, das Grund 2. Und jetzt kommt Grund Nummer 3, wieso Frauen länger leben als Männer. Bro, was? Niemals chillt er da jetzt wirklich mit seinem Laptop in einem Pool. Auf dem Meer. Ich würde jetzt schon Panik schieben, wenn ich auch nur diese kleine Welle da sehe. Aber ich sag euch ehrlich, eigentlich entspannter Ort für ein Date. Nur blöd dann, wenn dich so die Strömung rauszieht und du in ein paar Stunden irgendwo alleine hier draußen bist. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ach du Scheiße, ja, das war's komplett. Alles gefickt, alles zerstört, ganzer Abend gelaufen. Rest in peace an das MacBook. Aber Bruder, sag doch mal ehrlich, war das nicht klar? Also konnten die Jungs sich nicht denken, dass das passieren wird? Also ich meine, ich rechne doch schon mit allem ab, bevor ich mich in dieses Ding setze. Noch einmal kurz beten davor und dann ab rein. Wie es aussieht, haben die Jungs nicht damit gerechnet. Ja, das ist auch ein Weg, seine Sachen zu zerstören. Aber mir fällt da noch ein besserer und witzigerer Weg ein. Und zwar, wenn der Vater ausrastet und sich dann an der PlayStation von seinem Sohn vergreift. Mein Vater, wenn er kurz seine 5 Minuten hat. Oha, oha, was hat denn mit der PlayStation getan? Das war's leider auch mit ihr. Junge, die hatte keine Chance zu überleben. Aber ich kann sowas wirklich fühlen. Wenn Väter ihre 5 Minuten haben, kann man sie vor gar nichts mehr stoppen. Kurz vorher, mein Vater ist noch so gelaunt hier. Und dann bringt ihn so irgendwas Kleines ohne Sinn auf 180 und er raged einfach so abnormal ab. Und natürlich muss das Kind darunter leiden. Aber wenigstens hat er noch den Hammer hier benutzt. Den nächsten Kollegen hat es noch schlimmer erwischt. Okay, okay, ich verstehe schon. Du bist genervt, aber warum mit dem Auto über die gute Playsy? Für den Jungen bricht gerade seine Welt zusammen. Ab heute heißt es abends Buch lesen anstatt Fortnite mit den Jungs. Das gibt mir richtig solche Vibes hier.
Klassischer Fortnite-Zocker. Ja, sowas zerstört wirklich den Tag und auch die Wochen danach. Aber es gibt noch einen schlimmeren Schmerz als nur dieses Zerstören von einer Playstation. Und zwar ein gebrochenes Herz von einem Jungen. Der Bre hier hat seinen Crush in der Schule gefragt, ob sie zusammen zum Ball gehen wollen. Der Ehrenmann hat sich sogar richtig Mühe gemacht und so ein Plakat mit in die Schule genommen. Dafür braucht man schon dicke Eier. Einfach seinen Crush mitten im Unterricht vor allen anderen zu fragen. Und deswegen glaube ich auch, er wird es schaffen. So, er ist der Coole, er spricht sie einfach an. Sie wird doch jetzt nicht Nein sagen, oder? Wie gezwungen er am Lächeln ist. Der Arme ist gerade so richtig nervös. Der kann gar nicht mehr klar denken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ach du Scheiße, der Arme ist einfach am Heulen. Und so wie das aussieht, haben sie ihn verarscht, weil er ist danach so mäßig hingegangen. Ey, was soll das? Ihr habt gesagt, sie wird Ja sagen. Ihr habt gesagt, sie steht auf mich. Oh mein Gott, der Arme. Die haben den doch sowas von getrollt. Ey, ey, das ist so gottlos. Aber er hat es auch schlecht aufgenommen. Er hätte sagen können so, okay, okay, ist okay. Und setzt sich danach hin. Und er macht auf einmal so dicke Show und bekommt Depressionen. Innerhalb von ein paar Sekunden. Na, der wird nie wieder ein Mädchen nach einem Date fragen ab heute. Der hat Trauma davon bekommen. Einmal bitte F. F in die Kommentare für einen gefallenen Bruder. By the way, ich weiß nicht, wieso die Kommentare im letzten Video immer an- und wieder ausgestellt werden. YouTube, Bro, versucht mich hier gerade jemand zu hacken? Was geht ab? Also, falls die Kommentare unter diesem Video auch wieder ausgestellt sind, es ist nicht meine Schuld, okay? Ich stelle dir die ganze Zeit wieder an. Oh, that's nice. She's cutting her son's hair. I don't really like haircuts personally. Yeah. Wir wissen ganz genau, wieso er auf einmal einen Haircut haben will. Der Bruder hat einfach minus 0,1 Nanosekunden gebraucht, um sich hinzusetzen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Der Kamerawinkel war jetzt nicht unbedingt nötig, um den Haarschnitt von dem Kind zu zeigen. Ich meine, also, was zum Teufel soll das? Und genau das fragen sich auch die Kinder bei diesem Bus hier. Was zum Teufel soll das? Also jetzt mal wirklich, was zum Teufel soll das denn? Oh nein, die Gesichter sind einfach so leer. Ich kann doch nur schon beim Zuschauen die Gefühle fühlen, die sie gerade in sich tragen. Bro, wenn der Bus an dir vorbeifährt, das ist einfach ein Feeling, was man nicht haben will. Man denkt halt wirklich, man wird getrollt gerade vom Leben. Was ist das auch für ein gottloser Busfahrer? Der sieht doch, wie diese armen Mädchen und Jungs dort stehen, mit ihren Schulranzen, sogar schon die Hand ausstrecken. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon mal passiert und dann fährt er einfach so straight up dran vorbei, als würde er die nicht sehen. Moment mal, Moment mal. Der winkt denen sogar noch? Er winkt ihnen sogar noch? Bruder, was ist das für ein ekelhafter Typ? Die Armen kommen deswegen jetzt 2 Stunden zu spät und bekommen wahrscheinlich dafür noch selber Ärger. Die kriegen Eintrag ins Schulheft und die müssen noch Strafhausaufgaben machen zu Hause. Ich kann wirklich schon verstehen, wieso man dann die Schule abbricht. Da hätte ich auch keinen Bock mehr. Boah, ich fühle das so. Das macht immer Spaß. Ja, okay, er ist krass. Er legt immer wieder einen neuen drauf. Immer, es muss immer einer mehr sein. Nee, Bruder, das war jetzt wirklich echt nicht nötig. Wieso hast du das getan? Also warum? Ich wette auf alles, die Jungs sind gerade high, weil kein normal denkender Mensch kommt auf diese Idee am Ende. Was sollte das? Dieser Eierkuchen liegt jetzt einfach stumpf im Garten. Also, warum hast du das getan? Das ist nee, das geht gar nicht. Naja, wie auch immer, wenn ihr nicht wollt, dass der Bus das nächste Mal an euch vorbeifahrt, wenn ihr auf ihn wartet, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.